Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr reinschaut. Willkommen zurück zu Forza Horizon 4 und wir sind auf Fortune Island. Und wenn ich wir sage, dann meine ich den guten Konstantin. Hallo Konstantin. Einen wunderschönen guten Tag. Und meine Wenigkeit. Und wir quälen uns heute ein bisschen, ich wahrscheinlich ein bisschen mehr als Konstantin, denn wir gehen heute auf Fortune Island, nämlich in den Drift Club 2.0, den ersten Drift Club sozusagen auf der Hauptinsel Großbritannien, den haben wir gerade so überlebt. Und was macht mein Spiel denn jetzt? Warum geht es denn ins Menü? Ist egal. Ist natürlich ein besonders hübsches Menü, da gehen wir aber gleich wieder raus. Und ja, Drift Club 2.0 geht im Endeffekt weiter, wenn ich es richtig gezählt habe, 7 Kapitel. Das erste Kapitel habe ich irgendwann sogar schon mal selber probiert mit 2 von 3 Sternen. Yo, der Mann ist nicht ganz doof. Und mit Konstantin an meiner Seite schaffen wir bestimmt auch die 3 goldenen Sternchen und das werden wir jetzt einfach mal austesten. Auf geht's. Jetzt wird uns der nette virtuelle Mann gleich den interessanten Storybogen erzählen. Also unbedingt aufpassen, sonst verpasst man was. Warum ich auf Fortune Island bin? Tja, ich interessiere mich seit einer Weile sehr für Geschichte und Geologie und... Ach, nur ein Scherz. Für den Drift Club natürlich. Einige ziemlich berühmte und talentierte Mitglieder waren so nett, mir ihre Autos zu leihen. Das ist der HSV Malu Gen F. Er gehört meinem Kumpel John, der an etwas namens Formula Drift teilnimmt. Das musst du nicht kennen, du musst nur wissen, dass er einen turbogeladenen 6,2 Liter V8 Motor und 1000 PS hat. Dann mal los! So, V8, 1000 PS, der kann also was. Ob der Mann hinter dem Steuer auch was hinkriegt, das werden wir gleich sehen. Aber wie gesagt, wenn es nicht klappt, dafür haben wir ja Konstantin dabei, ne? Genau. Aber auch hier, du musst mindestens einen Stern erreichen. Ey, komm, ich habe 2 aus eigener Kraft geschafft. Das kriegen wir hin. Ach, und jetzt habe ich wieder den Anfängerfehler gemacht. Aber warte mal, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt einfach mal durch. Ich versuche es jetzt mal so. Ich habe nämlich keine manuelle Schaltung. Ah, okay. Mal sehen, ob ich es jetzt auch hier mit Automatik hinkriege, zumindest auf einen Stern zu kommen. Also, mein Freund John ist Australier. Darum auch der Holden und die Rechtslenkung. Das würde auch das plötzliche Verlangen erklären, die Strecke zu verlassen und einfach... ich glaube, es heißt Donuts fahren. Ja, gut, ist mit manueller Schaltung... Nee, Blödsinn. Mit automatischer Schaltung definitiv ein bisschen trickiger. Aber den einen Stern habe ich, glaube ich, schon eingesackt. Mal sehen, vielleicht geht es mit automatischer sogar besser. Wie läuft es bei dir? Ach, Konstantin ist weg. Ich führe gerade Selbstgespräche. Dann werden wir das Ding hier einfach mal kurz abschließen. Haben. Wenn wir nur wüssten, wo wir hier die Flyer kopieren sollen. Da ist er wieder. Ich bin kurz rausgeflogen, oder was? Ja, du warst irgendwie in einem anderen Raum. Aber wenn du keine Lust hast, musst du mir das nur sagen. Ich zwinge hier keinen. Ne? Nee, alles gut. Ich habe dich auch gerade nicht mehr gehört und dann habe ich mich gewundert, habe mal geguckt. Ja. Ich war wieder in den normalen Chatroom. Ja, funktioniert technisch alles super im Hintergrund, das habt ihr da draußen gar nicht mitbekommen, hatten wir vorhin schon wieder ein paar technische Probleme, aber das gehört ja mittlerweile schon fast zum guten Ton. So, jetzt werde ich erstmal auf manuelle Schaltung umstellen müssen und dann quatschen wir mal wieder ein bisschen darüber, in welchen Gängen ich denn fahren soll. Das ist, wir sind ja hier auch zum Lernen, ja, damit wir den Tag heute nicht dumm beenden. So. Haben wir jetzt eigentlich 3 Sterne geschafft? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. So, ich gucke jetzt mal schnell, das sehen wir gleich. Ich überlege gerade, ach so, warte mal. Manuelle Schaltung, das war wieder unter Schwierigkeitseinstellungen, ne? Genau. Wo bist du, mein Freund? Da bist du. Schalten, Handschaltung. Genau, den Rest habe ich nicht verändert. Lenkung auf Simulation. Genau. Traktionskontrolle, Stabilitätskontrolle, alles aus. Yo. Genau. Du kannst jetzt, wenn du gerade hier im Menü bist, mal rechts auf Steuerungseinstellungen gehen. Ja. Und kannst unten das vorletzte, Anna Telemetrie TTS tauschen, auf Telemetrie stellen. Ja,
Das mache ich doch einfach mal. Anna benutze ich eh nicht. Genau, da hatten wir schon drüber geredet. Das ist vielleicht ganz witzig, ne? Ja. Ist ganz cool, die Einstellung. Sieht man die Temperatur der Reifen, seinen Drehmoment, seine Leistung, die gerade abgerufen wird, den Gang, alles Mögliche. Muss ich das erst aktivieren oder sehe ich das dann automatisch irgendwo? Genau, muss jetzt einfach nur das Steuerkreuz nach unten drücken, wo der Feuer sonst Anhalt gewesen wäre. Lenkwinkel, Gaspedal, alles Mögliche. Und dann kannst du mit dem Steuerkreuz nach rechts durchswipen. Das ist ja cool. Das ist ja tatsächlich ganz witzig. Witzige Idee. Ja. Okay, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wie man noch mal schaltet. Mit X und B, ne? Genau, alles klar. Genau, X runter, B hoch. Gut, kriegen wir hin. So, dann nix wie rein in Kapitel 2. Achso, Moment, wir gucken erstmal, ob wir das erste geschafft haben, ne? Ja, haben wir. Gut gemacht. Geil, wunderbar. Ich habe so also die Vermutung, es lag weniger an mir. Wie gesagt, wenn du den einen Stern nicht geschafft hättest. Danke fürs Honig. Honig ums Maul. Ich tue mein Bestes. Es scheint das zu reichen. Auf Automatik, ja, wohlbemerkt. Wir überlegen, Fortune Island zum festen Hauptquartier des Driftclubs zu machen. Was meinst du? Ich schicke ein paar Briefe raus. Vertrau mir. Aber egal, kommen wir zurück zum Driften. Das ist der 97er Nissan 240 SX von meinem Freund Matt. Er hat einen Turbo geladen. Das ist übrigens das Auto, wo ich das Design drauf habe, womit ich die ganze Zeit drifte. Ah, stimmt. Ich erkenne ihn wieder. Er fährt damit aber keine Rennen mehr. Weiß der Himmel warum. Oh, 1250 PS. Okay. Scheint also noch Luft nach oben zu sein. Und ein ziemliches Kackwetter, würde ich sagen. Aber beim Driften haben wir auf der Hinterachse keinen Grip, von daher. Siehste. Denk dran, verlagere das Gewicht nach vorne, dann verlierst du hinten den Grip und driftest los. Hier langsame Kurve, vierter Gang, schnellere Kurven, fünfter Gang, extrem schnelle Kurven, sechster Gang. Also der ist. Ah, okay. Ja, doch. Ich glaube, ich weiß, warum du den ganz, ganz gerne fährst. Der fährt sich mega. Geil. Ja. Diese 240 SX-Karosserie soll ziemlicher Standard unter Formula Drift-Fahrern sein. Oh, ich hinter die das leichte Planke. Mehr versteckte Spezialfunktion als ein Schweizer Taschenmesser. Ah, okay, jetzt bin ich ein bisschen weit rausgekommen. Aber egal, der fährt sich doch. Man, es ist immer wieder faszinierend. Genau wie bei den Rennwagen merkt man logischerweise auch bei den Driftern dann noch spürbare Unterschiede, ne? Ja. Ich habe leider wieder nicht auf die Punkte geachtet, wie viel wir erfahren müssen. Aber. Du machst das schon. Also hier steht 75.000 für einen. Ich denke mal, wir brauchen 250.000 für drei. Okay. Naja. Locker. Nee, hast du ja schon, ne? Ja, fast. Aber auch noch nichts für die Drift Club Hall of Fame. Oh, shit. Nee, wird nix. Wird nicht geil. Wird sehr knapp. Ich komme sehr knapp an die 250.000. Aber immerhin fast 180. Du hast auch noch eine halbe Minute Zeit, also lass dich nicht stressen. Ja, alles gut. Ja, wir sind der Übernahme dieser Insel einen Schritt näher. Der das könnte jetzt echt knapp werden. Der trifft sich heute Abend, falls du auch kommen möchtest. Wir haben auch Kekse. Katsching. Nein. Alles gut. Läuft. Ja, der hat sich wirklich sehr, sehr angenehm gefahren. Ich muss mich gerade noch ein bisschen an das Schalten gewöhnen. Das musste immer den Schalter im Kopf umlegen, ne? Jetzt Achtung, manuelle Schaltung. Mhm. Aber der gefällt mir tatsächlich recht gut. Ist der eigentlich in diesem Formula Drift Paket mit dabei oder muss man den kaufen? Genau, das Formula Drift Paket mit dabei. Alle Fahrzeuge, die wir jetzt fahren, sind in dem Formula Drift Paket mit dabei. Good to know. Das gab es ja irgendwann mal als Download für, ich glaube, alle, die Forza Motorsport 7 gespielt haben oder so ähnlich? Nee. Ich habe auch irgendwas im Hinterkopf, aber so ähnlich war es ja, auf jeden Fall. Siehst du, so, ja. Halbwissen. Halbwissen für Anfänger. So, Kapitel Nummer 3. 3 Sterne, 300.000 Punkte. Und jetzt gibt's was für meinen Geschmack. Einen guten alten 3er BMW. E30 umgebaut auf Drifter. Yeah.
Hat leider ein bisschen weniger Leistung, aber... Ich habe mit dem Festival und den Behörden gesprochen. Wenn du das schaffst, das heißt wenig. Können wir die Insel zu unserem Hauptquartier machen. Den E30 habe ich tatsächlich vor einigen Jahren selbst gefahren. Deswegen, kommen jetzt gerade nostalgische Gefühle hoch. Ich habe den perfekten Wagen für dich. Den BMW 325i von meinem Freund Andy. Standardmäßiger Chevy LS-basierter 6,2 Liter V8 Motor. Aber er hat einen enormen Vorteil. Dich am Steuer. Okay, zugegebenermaßen, mein E30 hatte keinen V8 Motor auf Chevy-Basis. Ich habe ein paar schöne Serpentinen, die du unserem guten Freund funktionales Übersteuern vorstellen solltest. Hattest du auch die 325 Karosserie oder hast du... ja. Hattest du für einen damals? Ja, das waren 325er war das. Der war hässlich wie die Nacht dunkel, weiß. Ja. Aber 6 Zylinder, 170 PS. Ja. Ja, hat echt Spaß gemacht. Vor allen Dingen, ich hatte Gewicht von gerade mal etwas über einer Tonne. Geht was ab. Das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der Wolf im Schafspelz. Ja. Oh je, na gut. Das wird schon. Der fährt sich aber gar nicht schlecht. Also, ich bin bloß gerade ein bisschen in welchem Gang fährst du? Vierter? Ich bin gerade im vierten, ja. Du hast also über 70 Grad Länge. Hast du deinen damals auch so bewegt, wie du jetzt den hier bewegst? So ähnlich, also zweimal tatsächlich ungewollt. So ein heckangetriebenes Fahrzeug fährt sich bei Schnee und Eisblätter nicht ganz so stabil. Aber mir ist die Kiste tatsächlich mal auf der Autobahn ausgebrochen. Wirklich, ich habe beide Fahrbahnen gebraucht. Links, rechts. Die hinter mir haben gedacht, oh weia, das wird nix. Und habe ihn wieder ganz gut abgefangen. Und dann habe ich ihn tatsächlich mal gedreht, als ich auf die Autobahnauffahrt gefahren bin. Dann war es auch sehr, sehr rutschig. Zack, einmal Gas gegeben, flupp. Schön um 360 Grad gedreht. Es hat bei den alten Autos noch keine Fahrhilfen, ne? Nee, gar nichts. Da war noch nicht mal Servolenkung drin. Kein ABS, nee. Gar nichts. Das ist alles. Da muss man auch richtig aufpassen, was man macht. ABS weiß ich jetzt nicht mit Sicherheit, ob er das nicht vielleicht schon hatte, aber... Den ganzen anderen Schnickschnack definitiv nicht. Ja. Das war doch ein richtiges Auto, ne? Das hat die Straße noch gespürt. Ja. Also wirklich elegant, wenn man mir... Das ist echt schade, dass man dir nicht zugucken kann hier in meinen Videos, weil das ist wirklich elegant, ist das nicht, was ich hier mache. Das ist eher ein bisschen traurig. Vielleicht maximal gut für ein Schleudertrauma, für viel mehr eigentlich nicht. Ja, vielleicht kommt ja in Zukunft Videos, wo du es dann besser beherrschst. Vielleicht. Ich würde auch behaupten, es ist schon besser geworden als am Anfang. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch zugeben, es ist einfach genau wie in den klassischen Rennen. Es gibt durchaus auch Wagen, wo ich sage, yo, die kann ich einfach auch besser handeln. Und wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen sanfter noch mit dem Gas umgehe. Mal sehen. Es ist noch nicht alle Tage Abend. Bin mal gespannt. Wir fahren nachher noch die Dodge Viper, ist das, glaube ich. Ja. Ich will noch nicht so viel verraten. Aber die fährt sich echt schwer. Echt schwer, weil die total übermotorisiert ist. Ich freue mich, jetzt schon. Also da hat selbst ich meine Probleme mit, weil das Ding einfach ein Biest ist. Ja, das macht uns doch Hoffnung. Ja gut, dann nehmen wir halt einfach 3, 4, 5 Folgen hintereinander auf, nur mit der Dodge Viper. Das ist auch kein Thema. Da sind unsere Zuschauer völlig schmerzfrei. Guti. Ach, und ich sehe gerade, ist das erste Mal aufgefallen, dass man auch Chatphrasen freischaltet. Mhm. Ich habe nämlich gerade die Chatphrase Driftakulär freigeschaltet. Hohoho. Das muss ich auch nochmal gucken, wo man das einstellt. Ach, ich wusste es mal. In den Untiefen des Menüs. Es gibt ja so einige Menüpunkte in diesem Spiel. Es ist immer nicht so selbsterklärend, wo man die einzelnen Sachen findet. So, Kapitel Nummer 4, wenn du soweit bist. Ich wäre soweit. Nissan 240 SX, 250.000 Punkte für 3 Sterne.
müsste dieser gelbe sein, ne? Mal sehen. Ist gelb, ja. Unser Hauptquartierplan für Fortune Island liegt erstmal auf Eis. Ich wollte, dass wir wieder das machen, was der Drift Club am besten kann. Sich über die kleinsten Details der Drift-Technik streiten. Also, das ist noch ein angepasster 240SX aus der Formula Drift-Szene. Diesmal von 1995, mit nur 830 PS. Ach. Du musst also zeigen, dass es ebenso um Raffinesse wie um pure Power geht. Nur 830 PS, das ist ja fast lächerlich, dass wir uns nicht schämen, in dieses Auto einzusteigen. Ich verweigere das Fahren. Ohne Witz hier, solche Spielzeugautos. Mehr technische Raffinesse konnte ich in diesem Auto nicht mehr reinquetschen. Der Rest liegt bei dir. Sorry, fahr du vorbei, ich bin nur im Weg. Und schöne Lackierung hat er irgendwie. Hintergang geht bei etwas mehr Geschwindigkeit auch. Ja, die Lackierung ist ganz ansehnlich. Aber jetzt habe ich mal nach langer Zeit mal wieder einen guten Drifting hingelegt. Das ist wieder manchmal einfach ein bisschen zu gewalttätig. Aber wirklich ästhetisch ist das nicht. Oh nein, jetzt gibt's auch Schotter. Ah, super. Klasse. Mein Fachgebiet. Na toll. Das arme Driftauto. Oh. Okay, 360. Hätten uns den Hunigang gegeben, den sie uns dem anderen auf der Festland im Driftclub gegeben hätten. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, da hat der Programmierer nicht so richtig drüber nachgedacht, ne? Welches Auto bei welchem Event. Spürst du die weichen Federn? Ich sag's ja immer wieder, ob du es glaubst oder nicht, bei der Formula Drift geht es darum, wie viel Haftung man behält. Ich höre Schafe. Jetzt vom Spiel aus oder in deiner Welt? ich glaube, es war im Spiel, ich hoffe, es war nicht in meinem Kopf. Also. Was machst du da eigentlich? Ich versuche irgendwie dieses Auto hier zu bändigen. Ist ja mehr so, als suchst du einen Parkplatz. Danke. Du kannst gerne wieder vorfahren, so will ich dich aufhalten. Nee, ich will dir den Raum und die Zeit geben, die du brauchst. Apropos Zeit, ich glaube, da sollten wir ein bisschen drauf achten, diesmal. Ich habe auch wieder nicht drauf geachtet, wie viele Punkte wir eigentlich einfahren müssen. Das ist, ich bin dir da immer eine große Hilfe, ne? Ich denke, diese Reifen können noch etwas mehr. Oh nein, jetzt auch noch an den Klippen. Sieht spektakulär aus. Fährst du im dritten oder im vierten Gang? Ich fahr gerade im dritten. Ich glaube, das ist das Beste, was du hier machen kannst. Oh oh. Aber ich habe, glaube ich, tatsächlich. Tschüss. Ein bisschen Angst. Nein. Ich habe tatsächlich, glaube ich, ein bisschen Schiss gerade, dass die Zeit nicht reicht, dass wir echt viel Zeit verplempern. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Punkte für den Einstern schon mal eingesagt habe. Also mach dir keinen Druck, es liegt nur noch an dir. Aber ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Oh nein. Machst du ein Bade mehr? Nee. Ich habe mich am Felsen festgehängt. Oh. Okay, ich denke, das müsste reichen. Ich fahre jetzt einfach mal. Ich versuche, mehr oder weniger möglichst schnell an den Zielort zu kommen. Eine gute Idee. Wir haben noch 25 Sekunden. Oh shit. Oh, das war knapp. 500 Meter. Das schaffen wir. Es kommt knapp. Ja. Nein. Ah! Hm. Das wird wohl nix. Nein. Also ich war rechtzeitig drin, zu meiner Verteidigung. Ich hab's geschafft. Ach, Mann. Ach, herrlich. Aber es zeigt einfach, auch du bist nur ein Mensch. Ne? Jetzt knüpfen wir da an, wo wir letztens aufgehört haben. Ja, ich glaub's nicht. Und ich würde auch sagen, für diese Folge beenden wir das Elend. Zumindest was mein persönliches Elend. Das Schlimme ist ja, man sieht ja nur meins, also sieht das Ganze nach einem Elend aus. Und deine Leistung wird nur sehr eingeschränkt gewürdigt.
Nichtsdestotrotz, ja, danke an alle da draußen, die zugeschaut haben. Ich würde mal schätzen, so 3,5 Leute, glaube ich, waren heute mit dabei. Und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr von dem Elend sehen wollt, dann seid doch so nett, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, Konstantin und ich werden es beim nächsten Mal einfach nochmal probieren, ne? Ja. Und tust du mir dann gefallen und kommst dann rechtzeitig ins Ziel? Ich probier's, ja. Super, danke dir. Macht's gut. Tschüss. Ciao.